Geht's dir gut? Ist sonst alles okay bei dir? Wir gucken gleich, ja? Wir werden dich denn irgendwas machen. Wir schon mit dir. Oh mein Gott, Freunde! Erst einmal Ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Part von Minecraft Virus. Yeah! Leute, wir haben diesen Jungen gefunden. Er wurde von einem Monster verfolgt und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Hier in der Monsterstadt geht einiges Abgefahrenes so ein bisschen hier umher. Oh, da laufen Leute rum. Alles klar. So, Jasper, jetzt erzähl mal, was ist denn genau passiert? Oh, Diego und ich haben uns gestritten. Er wollte mich nicht auf seiner Party haben. Ja, Diego ist ein unsympathischer Junge. Der wollte auch nicht, dass ich da bin. Aber naja, wir waren trotzdem da. Dann haben Nick und ich beschlossen zu gehen. Nick hat gewartet, weil ich noch zur Toilette musste. Ja, davon wurde mir erzählt, dass du auf Toilette warst. Als ich wieder rauskam, stand es da mit gigantischen Klauen und Zähnen, so lang wie Finger. Warte mal, was war so lang wie Finger? Die Klauen oder die Zähne? Ich nehme an, die Zähne waren so lang wie Finger. Ich schlüpfte an ihm vorbei und rannte um mein Leben. Es war direkt hinter mir. Ich konnte seinem Atem spüren. Aber du bist in Sicherheit. Keine Sorge, Jasper. Plötzlich befand ich mich auf dem Schwarzmarkt. Es war menschenleer. Und ich versteckte mich hier oben. Das war echt eine gute Idee von dir, dich hier oben in der Höhle zu stecken. Monster mit zu verstecken. Monster mit riesigen Klauen kommen hier, glaube ich, schwer hoch. Oder zumindest können die vielleicht nicht schwimmen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mir die Hand gebrochen, als ich hochgeklettert bin. Oh nein, deine Hand. Denn ja, vielleicht sollten wir, keine Ahnung, dich verarzten oder sowas. Aber jetzt komm erstmal mit runter. Wir wollen nämlich jetzt erst einmal hier weggehen. Es ist nämlich ziemlich dunkel und gruselig hier oben. Und ich würde gern weg vom Schwarzmarkt. Oh nein, ich bin runtergefallen. Das gibt's. Ach so, wir kommen hier. Okay, alles cool, wir kommen hier raus. Und dann sollten wir jetzt schnellstmöglich. Das ist der Antiquitätenhändler. Hey, den habe ich vor lange nicht gesehen. Seit Minecraft Monster habe ich dich nicht gesehen. Ey, vor dem brauchst du keine Angst haben. Der ist sicher kein Monster. Da seid ihr. Ich habe das Monster gesehen. Zum Glück geht es euch gut. Ja, uns geht's ganz gut. Danke. Wir müssen reden, Easy. Es gibt etwas, was du über das Monster wissen musst. Tatsächlich? Hast du gehört? Er hat irgendwelche Informationen. Es hat etwas mit einem wissenschaftlichen Experiment zu tun. Aber erst einmal bringst du Jasper zum Doktor. Seine Hand sieht gar nicht gut aus. Ja, okay. Ich vertraue dem Doktor zwar nicht hundertprozentig, aber triff mich im Geheimversteck in einer Stunde. Meinst du das da hinten, wo wir in dem Haus da hinten, wo wir. Okay, alles klar. Dann treffen wir uns da in einer Stunde. Geh du schon mal vor. Jasper, wir gehen jetzt erst einmal zum Doktor. Auch wenn ich dem Doktor nicht so hundertprozentig vertraue, seine Hand muss unbedingt verarztet werden. Oh mein Gott, hier tropft es von der Decke. Ist euch das mal aufgefallen? So, jetzt komm mit hier. Wir haben es gerade so hier hochgeschafft, noch mit deiner kaputten Hand. Leute, wir müssen jetzt unbedingt zum Doktor und ihn reparieren. Ihn verarzten lassen eigentlich eher. Das trifft es eher. Kommst du mit? Komm mal mit hier rein mit deiner Hand. Wir gehen mal zum Doktor. Das ist Diego. Cora, was machst du denn hier? Oh mein Gott! Weißt du, das da drin ist Diego. Du musst jetzt ganz leise sein. Wir schleichen uns dann eben vorbei. Nein, wir gucken mal. Was machst du denn hier, Diego? Ich dachte, du bist auf deinem Geburtstag. Was glotzt du so auf mein Bein? Ich habe nicht auf dein Bein geglotzt. Ich dachte nur, die Wunden da, die sind doch eindeutig neu. Auch wenn du sonst eine Menge Wunden in deinem Gesicht hast. Das muss genäht werden. Na dann, viel Spaß beim genäht werden. Oh mein Gott, wurdet ihr schon mal irgendwo genäht? Oh! Gruselig. Gruselig, gruselig, wenn man irgendwelche Wunden hat. Ich geh mal. Kommst du mit? Warte mal. Jasper, wir sprechen kurz mal mit dem Arzthelfer. Oh nein, die Hand sieht gar nicht gut aus. Er hat deine Hand gesehen. Was sollen wir denn jetzt machen? Geht sofort zum Doktor hinein. Er wird sich darum kümmern. Okay, hast gehört? Hör auf, Cora anzustarren. Komm mit. Cora, du kannst. Bleib einfach da. Ich bring. Ja, du kannst dich ruhig um die Ecke trauen. Alles gut. Wir gehen ins. Oh, hier ist er sogar. Ich wollte hier einfach mal gucken, gehen ins Behandlungszimmer. Hey, jetzt komm rein hier. Ja, hier vorne ist die Tür. Einmal umdrehen. Kommt der Herr Doktor, der will irgendwie nicht rein, habe ich das Gefühl. Wo? Hallo? Jetzt trau dich doch. Ja, jetzt rein hier. Los. Okay, wir gehen jetzt zum Arzt. Ja, du musst den Doktor sehen. Du hast eine kaputte Hand. Du kannst doch nicht einfach mit einer gebrochenen Hand rumlaufen.
Das, hat die das Monster? Ach nee, du hast gesagt beim Hochklettern, ne? Das Monster hat ihn, glaube ich, nicht erwischt. Wobei ich mich immer frage, ich meine, wir sind in der Stadt der Monster. Es ist doch normal, dass es hier Monster gibt, aber wahrscheinlich einfach keine gefährlichen. Weil normalerweise sind alle Monster nett hier in der Monsterstadt. Aber scheinbar das eine nicht. Ich weiß auch nicht. Hallo, Herr Doktor. Easy, was ist mit ihm passiert? Er hat sich seine Hand verletzt, als er vor dem Monster geflohen ist. Es war nämlich da, das Monster. Ich kümmere mich um seine Hand. Das ist nett, dann lasse ich ihn hier, ja? Bitte geh raus. Das möchtest du bestimmt nicht mit ansehen. Okay, Jasper, auf die Liege mit dir. Hier, so, da musst du rauf. Und ich werde, ja, sonst, genau, setzen Sie ihn da einfach hin. Und ich werde mich mal um ein paar andere Dinge kümmern, um die ich mich noch kümmern muss tatsächlich. Bis später. Okay, dann machen wir die Tür mal zu. Cora, wo bist du? Ist meine Fee hier irgendwo? Hallo? Cora? Wo bist du denn? Ach, da hinten im Wartezimmer? Kommst du mal zu mir? Ja, genau. Hi, wir haben uns noch gar nicht richtig gesehen, Cora. Hallöchen erst einmal. Möchtest du deine Schönheit mal präsentieren? Leute, Cora und ich, wir haben nämlich ein wunderhübsches Cora-Plüschtier gemacht. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, in der letzten Folge am Anfang habe ich das mal im Real Life gezeigt, also wie das Ganze im Real Life aussieht. Und da hat Cora für Modell gestanden und zwar sehr, sehr lange und sehr, sehr häufig und hat sich dafür auch sehr, sehr häufig hübsch gemacht und gewaschen. Aber es ist gut geworden, muss ich sagen. Es sieht richtig, richtig fancy aus und ganz, ganz viele von euch haben das schon vorbestellt. Das ist der Wahnsinn. Dann kommen wir jetzt mal mit. Wir müssen etwas besprechen und zwar nicht vor Diegos Ohren, Augen, wie auch immer. Genau, Tür zu. So, hier, zack. Okay, Cora, jetzt pass mal auf. Also, das Monster, das hat versucht, diesen Jungen zu entführen. Und der Junge konnte sich gerade noch so retten oder zu entführen. Oder ich weiß nicht, was es mit ihm vorhatte, keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir herausfinden, was mit dem Monster los ist. Bist du dabei? Was für eine Reaktionszeit Cora manchmal hat. Bist du dabei? Bist du dabei? Oh mein Gott, sie braucht echt immer mal so eine Sekunde, um zu reagieren. Witzig. Okay, Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg, denn ich habe mir überlegt, wer könnte denn etwas wissen? Oh, ich lege mich erstmal auf den Boden mit meinen Wings. Was mache ich denn da? Wer könnte etwas wissen? Und diejenige, die uns vorgewarnt hat vor dem Monster, das war ja Susanna. Und bevor wir jetzt zum Antiquitätenhändler gehen, der wollte uns ja irgendwas erzählen. Mit dem sind wir in einer Stunde verabredet, also wird es noch ein bisschen dauern. Vorher würde ich gerne mal mit Susanna sprechen. Und Susanna befindet sich ja hier. Oh, das ist ganz geheim, das dürft ihr nicht erzählen. Ach toll, jetzt bin ich hier in irgendeinem Loch gelandet. Hier rum, hier müssen wir hin, genau. Susanna befindet sich ja jetzt mittlerweile wieder geheim in der Monsterstadt in einem Geheimauftrag. Denn normalerweise dürfte sie hier nicht sein, aber sie hat sich gedacht, sie kommt trotzdem einfach mal zurück. Naja, und... Cora geht wieder baden. Du bist wunderschön mit deinem Feenstaub. Du brauchst nicht hier mal baden gehen. Genau, und Susanna ist jetzt genau da, glaube ich. In der grünen Tür müsste sie sein. Was ist das da? Das ist meine da oben. Da hängt auch mein Kopf. Ja, da hängt mein Kopf rum. Und Susanna hat sich hier niedergelassen. Wir können ja mal klingeln. Vielleicht macht sie uns hier auf, Cora. Vielleicht öffnet sie die Tür. Oder sie ist nicht zu Hause. Was, wenn sie nicht zu Hause ist? Vielleicht ist sie bei Aiden oder sowas. Susanna? Ich gehe jetzt einfach mal rein hier. Sie ist nicht da. Komm mal mit rein, Cora. Wir machen mal die Tür denn zu. Kommst du? Ja, so ist gut, okay. Bist du hier am Schlaf? Auch nicht. Mega komisch. Ich habe jetzt noch eine Idee, aber das ist unwahrscheinlich. Sie hat ja hier so einen Geheimraum. Nee, da ist sie auch nicht drin. Hier beim... Da ist eine neue Tür. Cora, ich glaube, Susanna hat ihr Geheimversteck ausgebaut. Bist du... Hey, da ist sie ja sogar. Okay, okay, sie ist da, alles cool. Hi, was geht ab? Hast du den Jungen schon gefunden? Ja, ich habe den Jungen gefunden und er ist jetzt beim Doktor. In Sicherheit erst einmal, denn dort wird sein Arm verarztet. Der hat sich nämlich den Arm gebrochen. Wie geht es ihm? Ja, ich glaube, das wird schon wieder, also das ist jetzt halt eine gebrochene Hand oder so, keine Ahnung. Das wird wohl ein paar Wochen dauern, denke ich mal, bis es wieder... in Ordnung ist, oder? Was meinst du? Aber Susanna, ich habe mir etwas überlegt. Und zwar denke ich, dass der... Was? Der Doktor? Der kann mit seinem Verschwinden nichts zu tun haben. Ich habe gesehen, wie er zu dem Zeitpunkt des Verschwindens in seine Praxis ging. Okay, aber ich habe mir gedacht, der Doktor ist ja vorher verschwunden. Ich weiß auch nicht. Aber wer war das denn, wenn der Doktor das nicht war?
Wer könnte mit dem Verschwinden des Jungen was zu tun haben? Oder war das einfach nur das Monster? Ich weiß es nicht. Diego und der Junge haben sich gestritten. Kurz darauf ist er verschwunden und Aiden hat seinen Platz besetzt. Ach, deswegen haben Aiden und Diego sich gestritten. Stimmt, Aiden wollte Diego nicht auf den Platz lassen. Wahrscheinlich hat Diego da vorher gesessen. Aber wenn er verschwunden ist, ist er vielleicht das Monster? Oder ja, vielleicht hat er was mit dem Monster zu tun. Ja, das kann sein. Du solltest nicht mit dem Antiquitätenhändler sprechen. Er wartet auf dich. Ja, das ist richtig. Alles klar. Ich glaube, die Stunde ist auch bald vorbei. Dann gehe ich gleich los. Und wir müssen rausfinden, Leute. Cora, kommst du wieder mit? Und mach die Türen hinter dir zu. Und den Geheimgang. Nein, das mache ich. Ich glaube, das kriegt Cora gar nicht so hin. Warte. Da unten. Und zack. Ja. Genau. Eventuell, was wollte ich Ihnen jetzt gerade sagen, Leute? Genau, eventuell hat Diego ja was damit zu tun. Das könnte auch sein. Also mir sind hier einige Personen in der Monsterstadt ein bisschen suspekt. Und dazu zählen nun mal der Doktor, Diego und Cora. Nein, Spaß, du natürlich nicht. Du bist nicht verdächtig, Cora. Bitte sei nicht beleidigt, es tut mir leid. So, das heißt, wir müssen zum Antiquitätenhändler. Der wollte uns irgendwas erzählen. Vor allem hat der zum ersten Mal den Virus erwähnt. Und ich frage mich, ob das Virus tatsächlich irgendwas mit dem Monster zu tun hat. Da sind wir auch schon beim Schwarzmarkt. Cora, du bleibst hier. Du kommst auf gar keinen Fall mit. Nein, 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 nein. Bleib hier, bitte. Geh einfach eine Runde baden oder sowas. Du darfst nicht mitkommen auf den Schwarzmarkt. Okay, sie freut sich aufs Baden. Ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr diskutieren. Cora ist schon weg. Okay, Leute, das heißt, wir machen uns jetzt hier auf den Weg zum Schwarzmarkt. Und naja, das ist ein etwas gefährlicherer Ort. Da sollten wir auf jeden Fall aufpassen, dass uns da nichts passiert. Ich habe ein paar Goldklumpen dabei und meine Wings. Im Notfall kann ich also die Leute mit Gold bewerfen. Da werden die bestimmt schreiend davonlaufen. Hier, nimm mein Gold. Ah, ich will kein Gold. wir müssen jetzt in die Richtung, glaube ich. Hey, da hinten war sogar ein Hund. Ein Wolf, wie süß. Denn hier ist das Geheimversteck und davon weiß nicht jeder, denn hier ist die Gaststätte zum alten Hasen, heißt sie, ja? Genau, zum alten Hasen, voll süß eigentlich. Und da arbeitet der Gastwirt. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich suche nach dem Antiquitätenhändler eigentlich. Der Händler ist unten, falls du ihn suchst. Okay, jo, alles klar, dann wollen wir runtergehen, wa? Dann muss ich jetzt mal hier vorbei. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich wollte mich ja noch wegen des Jobs bei Ihnen melden. Das mache ich bestimmt irgendwann mal. Er sagt, er ist unten. Vielleicht hier im Geheimraum wahrscheinlich, ne? Hallo? Antiquitätenhändler? Ich will nicht im... Sind Sie im Schlafzimmer? Wollen wir da stören? Hallo? Wo ist er denn? Auf der Toilette? Mit geöffneter Tür? Hä? Was ist da los? Leute, ist das Blut? Wo ist der Antiquitätenhändler hin? Oh, Freunde, das ist creepy. Was ist das? Was steht da? Die Stadt ist nicht mehr sicher. Das Monster ist hier. Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das Monster hat den Antiquitätenhändler entführt.